miteinander. Ja, das wäre übrigens der Zeus. Ich habe eine ganz nette Kameradame neben mir. Bin bei der, ja, hallo Bea. Ich bin gerade bei der Bea daheim, bei meiner besten Freundin. Und wir machen jetzt das Unpacking. Sie filmen, ich schwätze, zeige. Und der Zeus ist einfach nur anwesend. Ich war ja gestern ziemlich unterwegs gewesen, bin noch meine Päckchen geholt. Und bei dieser Gelegenheit habe ich gefunden, wenn ich sowieso am umeinander rösten bin, hole ich mir doch den noch. Seht man's? Ja. Und ich bin echt völlig begeistert. Oh, lecker Carrot-Cake. Also ich habe mega Freude, dass ich jetzt hier auch noch ein grosses Glas habe. Ich tue das jetzt mal so auf die Seite. So, mit welchem Päckchen fangen wir an? Ich würde sagen, wir nehmen mal da. Also es war eigentlich schon in einer Kartonschachtel drin gewesen, aber das war so eine Schachtel gewesen und ein Glas drin. Und dann habe ich gefunden, nein, das ist mir zu blöd. Ich habe jetzt nur das noch genommen. Also es wäre mal einfach ein Glas, das ich mir aus Amerika bestellt habe. Sehr gut eingepackt. Und was ich auch noch herzlich gefunden habe, sie hat mir die Rechnung von eBay dazu getan, die eBay-Verkäuferin, und hat mir ein Smiley drauf geklebt. Das habe ich mega herzlich gefunden. So, schauen wir mal. Violett. Oh. Also, ihr Zuschauer merkt es nicht, aber mein Herz vom Duft jetzt schon verschwommen. Also, der schmeckt durchs Glas durch. Ja. Ja, Bea hat den auch gefunden, ja. Und zwar ist es der Vineyard. Haben wir es gesehen? Gut. Also ich glaube, ich muss den jetzt nicht aufmachen, obwohl ich muss jetzt doch eine Nase voll nehmen. Boah, ist der geil. Wie ich so gerne sage, der ist einfach putzgeil. Ja. Der schmeckt doch das Glas durch. Ich glaube, den musst du nicht einmal anzünden, dass der den ganzen Wohnung schmeckt. Auf den habe ich mich mega gefreut. So schön hier. Also was auch noch auffallend ist, Bea hat mich noch darauf aufmerksam gemacht. Da, seht ihr da, die Rille, oh, die Bänder. Ja, es schmeckt brutal. Das Glas ist zu und das Auto ist fast um. Da, das heisst, die dunklen Ränder bedeuten nichts anderes, oder da unten, es hat sehr viel Duftöl drin. Also ich habe einen guten Griff gemacht. Wirklich, also genial. So, jetzt hier. Ich schmeiße das einfach mal der Bea am Boden, sie wird Freude haben. Mhm. Ich mache jetzt einfach mal weiter. Da sind Sampler drin. Oh, Golden Sands. Ganz viel Gold. Also, da lohnt es sich jetzt nicht. Also, ich kann schon alles auspacken. Aber ihr seht, Golden Sands, Golden Sands, Golden Sands. Boah, wow, der schmeckt aber brutal. Also der schmeckt da durchs Päckchen durch. Ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Mal Golden Sands. Und da hat mich eine liebe Kollegin aus unserer Facebook-Gruppe angefixt, indem sie mir einen Tart geschickt hat. Da habe ich einfach schon wieder etwas auf der Liste gehabt, die ich nicht posten musste. Und nein, ich kann schmecken. Es ist sehr lustig, Leute, ich finde das so witzig. Da hinten hockt eine und lacht sich einen Schwanz ab. Ihr seht sie noch nicht. Ja. Sie möchte schmücken. Ich hebe jetzt das mal schnell an die Nase. Oh ja, der ist lecker. Eben, gell? Ach, oh, geiler Mat. Ich noch einen. Meins? Oh. Ja, Bea, du kommst auch noch einen über. Also einfach noch so zur Erklärung. Nicht alles da, was da steht, ist mir. Fast alles. Aber Bea kommt auch noch ein bisschen etwas davon über. Dann, also das nächste Päckchen mit über. Da habe ich ein Päckchen bekommen. Da hat es die Harz drin. Jetzt müssen wir rausschneiden, wenn beide einen Hustenanfall bekommen. Gut. Da haben wir eine Schachtel voller Harz. Man könnte ja auch meine. Muss nicht so näher. Ja, ja, meins, meins, mein Schatz. Blau überwiegt. So. Was meint ihr echt, kann ich hier drin habe? Soll ich mal auslegen? Also, sagen wir mal. Blueberry Scone. Eine, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht.
noch ein Haar. Ich glaube, die anderen haben Katzen. Nein. Wir haben jetzt 8 gesagt, gell? 9, 10, 11. Oh, nur 11. Oh. Ah, da unten hast du noch mehr. Ah, ist Pfötli. Da ist alles. Hey, da spielt Musik. Ja, er hat gerade so ein Pfötli gelobt. Oh, also, es ist fremdgegangen, ist egal, der Zeus ist auch sehenswert. Er schmeckt nicht so gut wie die Harz, aber er ist genauso hübsch. Ja, 11-mal Blueberries gone. Happy. Da habe ich mich gefreut. So. Dann haben wir noch einmal Gingerbread. Zu nahe alle. Mm. Gingerbread. Dann haben wir noch Apple Cider. Ist zu nahe. Cherries on Snow. Wobei, ich muss mal sagen, da habe ich immer Pfui gefunden. Und jetzt finde ich nicht mehr Pfui. Ich weiß auch nicht wieso. Komische Sache. Dann Pumpkin and Buttercream. Also irgendwie. Ja, jetzt geht's. Einmal schnell dran schmecken, schmecken. Der hat eine leichte Maggi-Note. French Vanilla. Den kennen die meisten. Kein Fall fast vom Stuhl, aber da. Pumpkin Pie. Kann ich näher scharf stellen. Sehr schön. Ja, der schmeckt fein. Lecker nach Kürbiskuchen. Nehmen wir da noch Caramel Pecan Pie. Wobei, der hat totale Maggi nicht. Ja, der schmeckt nach Maggi. Ich weiß auch nicht, ich habe den schon mal gehabt, habe ihn fein gefunden und jetzt finde ich Maggi. Milk and Cookies. Irgendjemand hat mir, glaube ich, mal gesagt, der schmeckt nach Maggi. Oder irgendjemand sagt, der nicht so fein. Irgendjemand war es ein anderer gewesen. Aber der hat gelogen, der ist geil. Also ich bringe jetzt gerade das Label nicht weg. Aber da, die sind fest aufeinander gelegen. Ja, ich habe das Gefühl, die sind fest aufeinander gelegen. Sie sind natürlich in dieser Schachtel gekommen, bis sie in die Schweiz gekommen sind. Und dann Peppermint Bark. Geil. Der ist wirklich geil. Also ich habe ja schon mal in die Schachtel reingeschaut und habe Bahnen geschmeckt. Also eigentlich ist es so wie Unpacking. Oh yes. Der schmeckt obergeil nach Minze. Oh, ja. Der ist wirklich mega lecker. Also Peppermint Bark kann ich nur empfehlen, wer gerne Minze hat. Mm. Und ja, Milk and Cookies. Habe ich jetzt den Bär auch nochmal schnell an die Nase. Also da nochmal den Peppermint Bark. Ja, da den Nachgeschmack wie die anderen vorher, aber ich glaube, da liegt einfach dran, dass sie aufeinander gelegen sind. Du weißt auch, dass man dich jetzt auf dem Video gehört, ist ja das gleich? Okay. Ja, sag's nicht. Ja, das ist eben auch so komisch, schlimm. So ruhig daneben zu hocken. Aber, ja. So, aber ich finde es lustig, wir machen jetzt mal ein Unpacking, das zweite. Ich finde das witzig. Obwohl ich eigentlich nicht wollte reden. Eben, gell, Bea hat nicht wollte reden, aber jetzt ist schon zu spät. Nehmen wir hier Peppermint Cocoa. Dem schnüpperle ich jetzt auch mal noch. Von dem habe ich, glaube ich, noch mehr bestellt. Peppermint Cocoa finde ich schmeckt ähnlich wie Whoopie Pie. Und da haben wir Bea noch zum Schmecken. Oder hat vom Whoopie Pie den Geruch angenommen? Das ist etwas anderes. Ich schmecke im Moment nicht. Also ich finde, er hat etwas vom Whoopie Pie. Aber vielleicht schmecke ich mal in einem anderen Päckchen noch mal dran. Dann haben wir hier den Banana Nut Bread. Mach dich scharf. Dankeschön. Der schmeckt halt, ja, ich bin nicht so der Bananen-Fan. Aber ich mache überall die Label kaputt, Gottfried. Das ist jetzt aber schon der zweite. Ja, ja. Ja, also dem schmecke ich jetzt momentan nicht. Also Bea und ich machen nachher übrigens sowieso ein Schmöcking, ein Riechen, ein Dufting. Aber das machen wir nicht. Ich bloß Kaffeebohnen. Das mache ich nicht. Das letzte Mal, als ich bei der Bea alles durchgeschmeckt habe, hat nachher alles nach Zimt geschmeckt, habe ich gefunden. Sogar irgendwie French Vanilla. Egal, wenn ich die Nassen bekomme. Oh yes. Dann Cranberry Chutney, obwohl den kennen wir ja eigentlich. Das ist eben mehr so ein, wie sagt man, das war nicht ein wirklicher Kauf in dem Sinn, also ich habe es schon gezahlt.
Aber das war eine liebe Kollegin, die ich kennengelernt habe aus Amerika in einer anderen Facebook-Gruppe. Die hat gefunden, ja, sie darf mir dort Tarts organisieren. Vor allem wegen dem Blueberry Scone. Also, so viel Blueberry Scone, von dem hätte ich noch träumen können. Der will nicht. He. Whoopie Pie! Oh yes, Whoopie Pie ist einfach immer noch putzgeil. Also, jetzt könnt ihr noch mal schauen. Das sind 24 Tarts. Und 11 Mal davon Blueberry Scone. Ist geil, gell? Da hat Moni Freude. Jetzt tun wir die auf die Seite. Und nochmal schön. Ja. Da nehmen wir mal da die Schachtel weg. Dann nehmen wir mal das nächste Päckchen. Wir machen mal die kleinen. Vielleicht müssen wir dann nachher mal ein zweites Video machen. Ja, oh yes. Das könnte jetzt den Bea interessieren. Da. Mhm. Das sind auch Tarts. Wir haben Grape Wine and Oak. Jawohl. Und der schmeckt im Fall wirklich, wirklich geil. Also, ich probiere jetzt. Warte mal schnell. Ja, ich muss immer warten, gell, der Stoff. Und vor allem die blöden Labels da hinten, um die wegzunehmen. Oh yes. Ich muss schnell den Bea an die Nase anheben. Ja, meine Zeit dazu. Ich will schon immer mal wieder schmecken. Der ist lecker, gell? Also, von dem haben wir einmal. Zweimal. Ich tue jetzt nicht alle durchschmecken. Und nochmal. Es ist einfach. Nochmal Milk und Cookies. Nochmal Grape, Wine und Oak. Ich habe jetzt nicht mehr alles so näher an die Kamera, die wir da schon biegen haben. Oh, Biscotti. Oh. An dem. Das Licht ist doof. So, Biscotti. Seht man es? Es ist fast zell. Weg. Ja, kann man es erkennen? Eiland. Ja, so ist besser. Ja, mehr oder weniger kann man es sehen. Sonst mache ich vielleicht noch ein Fotos. So, ja. Den Biscotti wollte ich unbedingt, weil ich schließlich hier so noch Italiener, oder? Und dann muss natürlich auch etwas, wo Italienisch draufstehen. Und Biscotti. Oh yes. Das schmeckt wirklich nach Guetzli, nach italienischen Guetzli. Dann haben wir hier nochmal Grape, Wine and Oak. Und nochmal Biscotti. Super, das hasse ich. Das Label irgendwie so ziemlich weit daneben. So, also wir haben jetzt hier zweimal Biscotti. Einmal Milk and Cookies, wieso nur einmal? Ja, und viermal Grape, Wine and Oak. Nehmen wir die mal da. Also jetzt hätten wir theoretisch 3 Päckchen schon gemacht. Eins habe ich ja gestern schon so ein Packing gemacht. Allein daheim, weil ich gefunden habe, da geht mir zu lang alle miteinander. Aber irgendwie probieren wir es jetzt doch. Jetzt das hier machen wir nachher. Dann haben wir hier nochmal eins. Oh yes. Ich gucke jetzt mal. Tadadada. Ein paar Tarts wieder. Also eben, es sind schon 11 Päckchen gewesen, aber das sind jetzt halt die kleinen gewesen. So, da nochmal ein paar Tarts. Haben wir Buttercream! Yay! Applaus für Buttercream. So, ich glaube, weiter weg geht es besser, um es zu sehen. Haben wir Buttercream. Am Anfang war es ganz gut gewesen. Mhm. Orange Dream Cycle. Also, oder Sickle, ich habe keine Ahnung, wie man das ausspricht. Ich kann ja eigentlich gut Englisch, aber eben. Ja, Orangenglasse. Ja. Kann Senf, okay, nur schmecken. Sie macht mir Zeichensprache. Ich kann sie so übersetzen, wie sie es findet. So. Sie macht ein komisches Gesicht. Ich glaube, das heisst, ich habe es nicht gern. Oder sie findet es komisch. Ja, er ist ein bisschen, keine Ahnung. Aber es war ein Set, das ich so auf eBay ersteigert habe. Dann haben wir hier Almond Cookie. Und nochmal Almond Cookie. Zweimal Almond Cookie. Über den freue ich mich tierisch. Der ist. Oh yes. Der ist wirklich lecker. Der ist echt lecker.
Und dann haben wir noch Maple Pancakes. Schmeckt, glaube ich, nicht mehr. Okay, Bea gibt es aus mit dem Schmecken. Sie muss, glaube ich, zuerst mal eine Runde Kaffee schmecken, bevor sie wieder etwas schmeckt. Dann haben wir hier Maple Pancakes. Ich habe befürchtet, ich habe fast das Gefühl, dass der auch eine Maggi-Note hat. Das habe ich schon gehört. Also, ich schmecke mal dran. Obwohl, ist nicht tragisch, die wandern dann sowieso in die Sammlung. Die müssen dann auch nicht gut schmecken, die müssen einfach nur. Ja, Maggi-Note. Das ist eine eindeutige Maggi-Note. Oh, jetzt habe ich am Handy eins gehauen, sorry. Dann haben wir nochmal Vineyard. Also, ich musste feststellen, anscheinend heisst das nicht Vineyard, sondern Vineyard. Was eigentlich auch logisch ist, weil im Englischen schreibst du Wein für Wein, nicht mit V, sondern mit W. Und Vinegard, was ja steht für Essig, schreibst du mit V und sagst ja auch nicht Weingard. Also von selben her macht das schon Sinn. Ein Weingard muss ich nicht mehr schmecken, der schmeckt geil. Noch ein Englisch unterrichten. Haben wir hier Maggi. Oh, und dann haben wir noch den Fireside. Jawohl. Den kenne ich glaube auch noch nicht. Das nimmt mich jetzt auch wundern. Den hast du schon. Fireside, keine Ahnung. Ja, mein Gott, ich hege ihn schon. Ich weiß selber nicht mehr, was ich habe. Der schmeckt überhaupt nicht nach einer Fürstel, sondern irgendwie nach Männerparfüm und Badwasser. Ich hatte im ersten Päckchen, gehabt, wo die Blueberry-Spuren bekommen hast. So. So. Das wäre jetzt nochmal so ein Päckchen gewesen. Aber ich tue die jetzt da wieder rein, weil ich muss ja nachher noch kontrollieren, ob ich wirklich von jedem Mal alles überkomme, wenn ich auch bestellt habe. Und da habe ich dann einen Durcheinander, wenn ich nicht mehr weiss, was mir angehört. Nehmen wir das mal da. Oh, da ist die Gläser hinten. So. Schauen wir mal das an. Das ist jetzt meine Ausbeutung aus 1, 2, 3, 4 Päckchen. Ich habe aber 11 insgesamt gehabt. So, jetzt sind wir da. Jetzt kommt das Päckchen, das mich besonders freut. Da haben wir... Das kommt nicht aus Amerika, sondern von einer ganz lieben Person in der Facebook-Gruppe, die bis jetzt noch nichts davon weiss, dass wir das Päckchen heute sind, kommen abholen. Tanja, danke vielmals. Danke. Bea sagt auch danke. Und zwar haben wir getäuschelt. Oh, du hast das aber gut eingepackt, Tanja, im Fall. Oh, du hast das aber ganz gut eingepackt. Hat jemand ein Kleberli-Wahn? Halleluja. Okidoki. Also, wir haben ja getäuschelt und ich habe hier Vanilla Cookie. Vanilla Cookie. Napa Valley Sun. Und der Macintosh. Also, der Cookies in Queen kenne ich ja schon. Oh ja. Der ist so, der hat auch Licht. Ich finde, der schmeckt wirklich Licht nach Minze. Das haben wir das letzte Mal schon gefunden. Tanja hat gefunden, nein. Ich schmecke schon wieder Minze. Ganz fein. Gell? Lecker. Vanilla Cookie. Wo habe ich an dem geschmückt? Oh yes, der ist mega lecker. Der ist echt hammer lecker. Also für den liebe ich dich. Macintosh, der schmeckt halt nach purem Apfel. Und ich habe... Yes, da. Bea schreit, ich gebe an. Ja, also das hasse ich. Ich reisse immer die blöden Scheissdinger ab da. Meine Nägel sind auch nicht verdammt. Oh ja. Oh, der, oh Bea, der andere kommt nicht. Gibt er nicht. Napa Valley Sun. Der schmeckt jetzt erstmal. Oh ja. Der schmeckt geil. Der schmeckt echt geil. Oh Tanja, du bist echt die Beste. Teufeli. Ich habe noch nicht. Ja, Teufeli. Du bist ein Teufeli. Sagen wir jetzt beide im Fall. Uns immer gut anfixen mit irgendwelchen Sachen. Ah, da hat es noch Goodies drin, die schaue ich jetzt aber nicht an. Tanja hat ja schon gesagt, dass wir uns dann um Goodies dürfen streiten. Ich sage ja Teufeli. Gell? Und dann, aber das machen wir dann hinter der Kamera. Tun wir nicht während der Kamera streiten. Drum. Machen wir eh nicht. Blut fließt nachher. Wir streiten nicht, es wird einfach nur gemordet. Gesundheit.
Da musste jemand nüssen, das war nicht mir, das war der Zeus. Das war auch der Zeus. Also sorry Tanja, wenn ich es nicht so schön auspacke, aber du hast es echt gut zugeklebt. Hallo! Ich bin... Klaut mir einfach die Show, hallo? Also, dann haben wir hier bekommen. The Festival of Light. Lights. Zweimal Winterland. Oh ja, der Winterland. Der schmeckt eben doch nicht nach Badwasser. Das ist der, der auch nach Minze schmeckt. Ah. Oh, ist ein bisschen... Da ist ein bisschen näher. Ja, so ist gut. Ja, jetzt sieht man es gut. Also der Winterland, der schmeckt auch ziemlich minzig. Da hat Tanja auch schon dran geschmeckt. Der hat schon so ausgesehen. Das sind nicht wir, das war Tanja. So. Oh yes. Da. Ah, ich habe ihn ja schon kennen. Ah, du hast ihn schon. Okay. Der schmeckt mega minzig. Cinnamon and Sugar. Den kenne ich, glaube ich, schon. Da muss ich jetzt nicht dran schmecken. The Festival of Lights. Der ist auch lecker. Kenne ich noch nicht. Oh yes. Ja, der ist ganz lecker. Ich kann jetzt nicht, ich kann nicht beschreiben, nach was das der schmeckt. Ich bin da nicht so gut mit so Sachen. Er ist einfach nur Yam Yam. Mal schauen, wenn es noch... Oh, lecker, Tanja, hast du da alles drin? Also... Ja... nicht schauen! Ich weiss im Fall, ehrlich gesagt, ich habe keine Ahnung mehr, was ich mit ihr abgemacht habe. Ich weiss noch nicht mehr, was ich ihr dort geschickt habe. Weil Tanja hat das Päckchen schon vor 2 Wochen geschickt. Letzte 2 Samstag hat man schon gesehen. Ja, also das ist jetzt sicher schon seit fast 3 Wochen bei uns beim Paketservice gelegen. Weil wir können ja uns in Deutschland gibt es so einen Paketservice, wo Schweizer Kunden können Päckchen schicken lassen. Und die werden dann dort gelagert, bis man es dann abholen und dann zahlt man vielleicht 1 Euro, 2 Euro. Dafür spart man sich dann eben andere Kosten. Und die Porto ist natürlich viel günstiger. Und wir haben es einfach nie geschafft, um das blöde Päckchen abholen. Und jetzt haben wir der Tanja gesagt, ja, wahrscheinlich am Samstag. Und heute haben wir gefunden, kommen wir gehen. Wir machen gerade ein Unpacking. Dann haben wir Macintosh and Peach. Buttercream! Mies. Ja, ja. Finger weg. Buttercream. Mit dem hat sie mich echt glücklich gemacht. Da schau nochmal Cranberry Peppermint. Oh yes. Oh, Buttercream. Sorry, ich muss. Oh, ich liebe den. Ich will ein Glas. Ich habe immer noch kein Glas von dem. Wer hat Mitleid und gibt mir ein Glas? Oh ja. Einfach. Oh, einfach nur geil. Sorry, da ist immer noch der geilste Duft. Und ich habe ihn nicht überkommen zu Amerika und es regt mich immer noch auf. Der Bling heisst übrigens, dass irgendjemand mir jetzt etwas schreibt im Facebook. Schon wieder. Macintosh and Peach, also... Ja, Äpfel Pfirsich, man schmeckt schon, aber ist jetzt nicht so. Habe ich etwas in die Sammlung und der Cranberry Peppermint, der ist eben auch mega geil. Der schmeckt so richtig süß, minzig. Ah! Habe ich ja schon erzählt, Bär hat auch noch Katzen, das wir jetzt da gehört haben. Das ist Miau. Wir wohnen hier in einem Zoo. Also nein, sie wohnt. Wir haben den Zoo. Ja, mein Zoo ist viel grösser daheim. Weil ich sage über Bär, sie haben einen Zoo, aber ich selber habe viel mehr Viecher. Ja, ist ja gut. Ist das der Pingi? Das ist der Pingi. Sag mal, hallo und Pingi. Und sie hat uns ja gesagt, sie schickt uns noch ein paar Cookies. Ich glaube, nach dem Video macht Pause. Um einen würde er mal streiten, hat sie gesagt. IC, das Yankee kennen Sie, Glass aus der Pure-Serie. Das sieht aber interessant aus. Hat sie den selber gegossen? Also, ja. Dann haben wir hier Fruchtsalat. Also um den werden wir uns sicher nicht streiten, weil ich habe ein paar Tarts aus Amerika, Fruchtsalat noch. Ich habe einen, den ich noch hier in der Schweiz gefunden habe. Oh, herzlich! Nektar. Nicht mehr Wunder und Wille, dass du das Gefühl hast, wir würden uns streiten. Weil es wahrscheinlich nicht aufgeht. Oh, nein, der ist mir! Ich glaube, ich weiss, um Wille, dass wir uns streiten. Early Sunrise. Mit, also, da müsst ihr euch jetzt reinziehen, den muss ich jetzt auspacken. Jawohl.
Aber Tanja, da geht doch kaputt, wenn ich das da... Boah, die sind ja geil. Musst du das mal umziehen? Ein Vampir... Ah gut, es geht auf. Du weiss, ich weiss. Ein Vampirgebiss. Also, ich finde einfach... Diese hohe Meldform... Einfach zu geil. Vielleicht ein bisschen weiter weg. Es ist einfach zu hell. Seht ihr das? Es ist einfach, es leuchtet mega. Ja, man sieht es in einem Video. Auf jeden Fall ist es ein Vampirgebiss von Early Sunrise. Und ich habe eben den Spruch mal gebracht, dass das eben genau wird passen, wegen Early Sunrise, wegen Vampir. Mhm. Ja. Ah ja. Mhm. Guten Morgen. Und sie hat das eben dort gar nicht geschnallt gehabt, hat das irgendwie voll zufälligerweise Early Sunrise in Vampir eingegossen. Also nicht einmal mit Absicht. Und da haben wir noch Fluffy Towels, also um den streiten wir uns nicht, ich habe den nämlich nicht so gern. Aber es ist herzig, was sie uns da geschickt hat. Und das ist übrigens, das sind Samples, Mails, die ich ihr mal geschickt habe. Da haben wir aber abgemacht, dass sie es mir wieder zugeschickt. Weil sie hat einen probiert und sie hat es überhaupt nicht gern. Und dann habe ich gefunden, komm, dann schick mir den lieber wieder retour, weil ich spinne auf den total. Oder dann beziehungsweise, dann kann ich es der Bea geben, weil sie hat ja von dem nicht so viel und dann kann sie dann den haben. Aber geht du, aber weiter? Ja, die hat noch mehr wahrgeschickt. Krass. Oh, sorry, leicht bröselig. Ah, Home. Home Sweet Home. Ja, ziemlich bröselig. Ist egal, der Duftlampe interessiert das nicht, ob das bröselig ist oder nicht. Wohl. Dich interessiert es. Nein, hast die Duftlampe, die flucht in den an. So, und dann würde ich sagen, Bea kann ihr das nächste Unpacking machen, weil da wäre nämlich der Sampler für dich, gell? Nein. Ist der Sampler für mich? Ich habe eigentlich Tarte gegen Tarte mit ihrer Tusche. Ich habe gemerkt, für dich etwas. Ja, dann ist halt ein Sampler für mich. Ah nein, du hast dort mit ihrer. Also Tanja, wir werden dich noch mal fragen. Ich weiss nämlich nicht mehr, für wer der Sampler ist. Weil entweder der Sampler oder der Tarte ist für Bea. Ich glaube, Tarte bei einem Sampler komme ich ja noch über. Ah. Napa Valley Sun. Da haben wir ja vorne schon dran geschmückt. Und ist einfach nur... Oh yes. Ja, mir ist es egal, am Sampler habe ich mehr dran. Aber ich komme ja dann nochmal einen über. Ich glaube, wir haben ihn bestellt, darum habe ich schon einen, darum habe ich von den ja, das wäre jetzt noch das Päckchen von der Tanja gewesen. Und ich würde sagen, wir danke, machen... Danke, Tanja. Ja, danke, 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 viel, viel. Du bist die Beste. Wir haben eine scheisshure Freude. Also ich muss echt sagen, und vor allem der Winterland ist einfach... Oh, geil, geil, geil. Wir werden nachher noch auskäsen, wer was ist. Und ehrlich gesagt, ich weiss immer noch nicht, um welchen, dass wir uns angeblich streiten. Ah. Ja, da hat es auch nur einen, aber den habe ich nicht gern. Ich glaube nicht. Bea und ich streiten uns eigentlich in der Regel nicht. Wir werden uns eigentlich immer einig. Ich gebe immer noch. Es wäre auch nicht nötig gewesen, so viel Gutes zu schicken. Du bist ja wahnsinnig. Kommt alles retour. Du musst nur schauen. Wir tun uns gegenseitig immer gut bieten. Ja, wir machen jetzt eine Pause, Bea und ich. Wir rauchen jetzt eins. Und dann würde ich sagen, nachher machen wir den Rest der Päckchen auf. Also es sind ja immer noch 1, 2, 3, 4, 5 Päckchen von Amerika zum Auspacken. Ja. Ja. Vor allem bei diesen Päckchen, ich habe keine Ahnung mehr, welches von welchem Verkäufer ist und was es drin hat. Vielleicht kann man noch mal schnell ein bisschen filmen, was ich jetzt hier alles habe. Vielleicht tue ich jetzt hier noch ein bisschen... Warte, ich tue hier noch ein bisschen so... Noch mal schnell... Rasch. Meine Mami steht noch schnell auf zum Filmen. Ja, da alles ein bisschen ausbreiten da. So, da gehört zu diesem Päckchen. Woher gehört, woher gehört jetzt der wieder? Jetzt kannst du mal ein bisschen... drüber fahren da. Okay. Aber nicht über mich, wenn es geht. Ja, dann fangen wir da halt an. Haben wir da nochmal Carrot Cake. Also gut, den habe ich mir einfach noch geholt. Es ist eben so schön auf den Weg gelegen, wo ich die Päckchen geholt habe. In den Weinjahr noch. Mein Schatz! Mein Weinjahr sind Org. Ja, der ist... Den ja. Habe ich schon eh immer wählen. Ja, und ich bereue es im Verbitter, dass ich nur 4 bestellt habe. Ich hätte nicht gedacht, dass der so geil ist.
und ein Haufen Goodies von der Tanja. Und ja. Noch von weitem noch. Ja, das ist, glaube ich, keine schlechte Ausbeute für das, dass wir erst die Hälfte ausgepackt haben. Dann sagen wir nochmal. Danke vielmals, Tanja. Bis bald!